wir haben jetzt die einmalige Chance, nach den Sommerspielen 1972, 50 Jahre später, Winterspiele zu bekommen. Das wäre das erste Mal in der Geschichte von Olympia und diese Chance werden wir uns doch nicht als Bayern oder als Münchner entgehen lassen. Ja, das allererste und wichtigste ist ein Bürgerfest, das alle daran teilhaben können und sollen. Das zweite ist, dass die Welt dann auf München und Oberbayern schaut, dass wir die Chance haben, hier auch die Marke in alle Welt rauszutragen. Dann ist es natürlich eine Chance für jeden Wintersportler, daran teilzunehmen. Und nicht zuletzt für ganz Bayern und für ganz Deutschland diese Spiele hier im eigenen Land zu haben.